Die Entwicklung des Immobilienmarkts in Österreich im Jahr 2022 war zweigeteilt. Im ersten Halbjahr war das Immobilienangebot noch sehr knapp. Die Nachfrage und die Preise sind auf einem historischen Hoch gelegen. Der Durchschnittspreis für eine Eigentumswohnung ist im ersten Halbjahr 2022 im Jahresvergleich um 9,6% auf 258.000 Euro gestiegen. Jener für ein Einfamilienhaus um 13,1% auf 347.000 Euro. Das zweite Halbjahr war hingegen geprägt von stark steigenden Zinsen, der Verschärfung der Kreditvergaberichtlinien ab August, einer hohen Inflation, einem Nachfragerückgang von rund 30%, einer spürbaren Entspannung des Angebotsmarktes und einem deutlichen Abflachen der Preiskurve. Wenn sich an den derzeitigen Rahmenbedingungen nichts ändert, rechnen die 600 RE/MAX-Expertinnen und Experten mit einem Rückgang der Nachfrage, einem steigenden Angebot und tendenziell rückläufigen Preisen. Die Preise für eine Eigentumswohnung bzw. ein Einfamilienhaus werden laut Prognose im Schnitt um 5,4% bzw. 6,2% zurückgehen. Die Preise für Baugrundstücke bzw. Mietwohnungen werden hingegen stabil bleiben bzw. moderat steigen. Nähere Informationen und Details zu den Prognosen in den einzelnen Bundesländern finden Sie unter remax.at.